Willkommen zum Bro Talk Nummer 3. Heute mal über das beliebteste Thema, was in den Kommentaren stand, und zwar Mädchen. Drei, ja. Nicht viel? Sag mal, bist du dumm? Bist du dumm? Hä? Wieso, wie kommst du jetzt auf 4? Weiß ich nicht. Welche Themen hatten wir schon? Schule. Und? Also Connor, hattest du schon mal eine Freundin? Nein. Ja, zwei, aber keine feste Freundin. Bitte was? Du hattest zwei Freundinnen? Ja, also... Es war nur so eine Freundschafts-Plus-Sache, ne? Du hattest zwei Freundinnen. Freundinnen. Das sagt schon alles, Alter. Okay, Connor. Aber nur mal angenommen, diese Freundinnen hattest du nicht zur selben Zeit, oder? Nein. Ja, doch, also... Was? Was? Warte, du willst mir jetzt sagen, du hattest zwei Freundinnen zur selben Zeit. Keine richtigen, sondern nur manchmal so zum Essen hin oder... Zum Essen hin? Ja. Oh Gott, Connor. Zum Mittagessen. Zum Mittagessen? Ja, dienstags. Nochmal zum Mitschreiben. Du hattest zwei Freundinnen zur selben Zeit. Gut, dann wird da schon mal geklärt, falls die Freundinnen von Connor die Ex-Freundin... Oder hast du momentan gerade eine Freundin? Du willst darüber nicht reden, habe ich irgendwie das Gefühl. So, jetzt stelle ich mal Fragen. Hast du überhaupt eine Freundin? Hast du schon mal Taschenbillard mit ihr gespielt? Wie kommst du auf Taschenbillard? Ja, weil du das letztes Mal... Erstens, ich habe keine Freundin. Zweitens, was zur Hölle verstehst du unter Taschenbillard? Ja, wahrscheinlich, oder? Oh Gott, Connor. Also, war das jetzt so eine feste Freundin mit Nein. dir? Okay. Und dann hast du wahrscheinlich auch noch kein Mädchen geküsst, oder? Nein. Wenn du ja schon eine Freundin hattest, ne? Warum? Was gefällt dir denn an einem Mädchen? Nichts eigentlich. Echt jetzt? Ja. Eiskalt? Also findest du Jungs besser? Nein! Du hast mal irgendwann früher gesagt, das kommt noch. Was kommt? Ach so, ja. Dass du Mädchen besser findest. Ja. Echt? Ja. Ja. Du bist jetzt 10 Jahre alt, ne? Bist in der 5. Klasse. Und da ist das bei euch auch noch so, dass ihr immer sagt, Mädchen oder so? Echt? Ja. Und in der Schule sitzt du bestimmt auch neben Mädchen, oder? Oder neben Jungs? Neben einem Jungen und neben einem Mädchen. Neben einem Mädchen. Ist das schlimm? Ja. Warum ist das schlimm, wenn du neben einem Mädchen sitzt? Ja, sag's mir. Die Nerven. Wie nerven die denn? Weil wenn die nerven, müsstest du die ja theoretisch auch genervt haben, oder? Ja. Also gibst du zu, dass du die Mädchen in der Schule nervst? Ich lach über sie. Weil die Mädchen die ganze Zeit selbst von anderen Mädchen die Federmappe runterschmeißen, das finde ich witzig. Und dann schmeißen die meine runter. Achso, und das nervt dich? Ja. Und hat irgendjemand aus deiner Klasse eventuell jetzt schon eine Freundin? Ja. What? Echt? Ja. Und du nicht? Nein. Warum nicht? Habe ich doch eben gesagt. Ja, und warum? Weil sie nerven. Okay, da bist du wenigstens schon weiter. Da hast du wenigstens recht. Bei den meisten zumindest. Weißt du, damals in den Pausen, ne? Da gibt es die eine Seite von den Jungs und die eine Seite von den Mädchen. Genau, die Fußballhälfte war die Jungsseite und das andere war Mädchenseite. In der Pause? Ja. Jetzt, okay. Und früher in der Grundschule. Und was macht ihr jetzt in den Pausen? Auch wieder. Ja? Ich bin die ganze Zeit beim Zocker und die Mädchen sind irgendwo anders auf der Schaukel oder so. Okay. Und? Und von Fußballplatz schießen wir die Mädchen ab. Was? Was? Ehrlich jetzt? Aber jetzt mit Fußball abschießen? Ja. Okay. Okay, warum macht ihr das? Das sieht witzig aus, wenn die immer so nach unten. Du bist jetzt 5. Klasse, ne? Ja. Und schießt Mädchen ab. Ja. Okay, ist okay. Habe ich früher auch schon gemacht in der Grundschule.
Ehrlich jetzt? Ja. Okay. Weißt du was, Mädchen möchten das vielleicht gar nicht, dass sie abgeschossen werden? Naja, wer weiß. Gott. Stehst du momentan auf ein Mädchen? Lügst du? Fängst du an zu lachen? Ich kenne dich dafür schon zu gut. Okay, alles klar. Nein, wirklich nicht! Also, du willst jetzt keine Freundin haben, weil du weißt, dass die Frauen nerven. Ja. Okay, und weißt du, warum man überhaupt mit einem Mädchen zusammenkommt? Leute, nimmt es ihm nicht übel. Er ist jetzt 5. Klasse und wer weiß, wie wir damals drauf gewesen sind zu Mädchen. Also falls das Video irgendein Mädchen gerade gucken sollte. Und wir sind raus.